came to play. I came to play, there's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play. Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings und sowohl auch alle Far Cry 3 Fans. Wie von einigen Kommentaren zu lesen war, haben einige bei dem Far Cry 3 Coop Let's Plays gesagt, ich soll mal einen Singleplayer spielen. Das mache ich jetzt endlich mal auch. Ich habe nämlich die letzte Woche nur Black Ops 2 gesuchtet. Bin jetzt aktuell bei Prestige 6, also man sieht schon, ich habe das wirklich gesuchtet und ich glaube, ich müsste an dem Punkt mal die Grafik ein bisschen runterdrehen. Ich habe alles auf Ultra, normalerweise soll es ja auf meiner 670 laufen, aber vielleicht muss ich das erst noch so ein bisschen einpendeln. Dann stelle ich jetzt alles mal auf sehr hoch, das reicht doch auch aus. Ah, liegt trotzdem ein bisschen. Ah, das ist wahrscheinlich, okay. Es ist wahrscheinlich das, was es so langsam macht. Wenn man sich umsieht, dass das dann so verschwommen ist. Textur, na wo ist denn das? Jetzt mache ich mal alles auf hoch. Komm, jetzt muss es doch aber hinhauen, oder? Grafik, was gibt's da noch zum Einstellen? Breitbild, Letterbox, keine Ahnung, machen wir mal an von mir aus. Okay, Anti-Aliasing schluckt wirklich viel. Aber jetzt, das muss doch eigentlich jetzt reichen, oder? Ah, oh, seht ihr das? Ah, oh, und schon ist es flüssig, wunderbar. Scheiß einfach drauf. So, und jetzt werde ich heute mit euch mal ein paar, ja, so Missionen machen. Ich habe ja mit dem Spielstand, ich habe ja das Spiel schon durch. 74% Fortschritt und ja, was es noch zu tun gibt, eben Briefe der Verlorenen finden, Prüfungen der Rakyat machen, gesucht Todaufgaben, Übergaben noch zwei und Pfad des Jägers und Storyaufgaben, das war's dann eigentlich. Und bei, ich glaube, 40 Relikten oder so bekommt man dann noch eine Anleitung und dann kann man noch was basteln, dann haben wir das alles geschafft. Dann gibt's für nichts mehr, dann haben wir eigentlich eh alles freigeschaltet. Ja, ich überlege jetzt mal, wo ich hinfahre. Ah, das sind Kollegen, Moinsen. Vielleicht machen wir eine Pfad des Jägers Aufgabe, da habe ich irgendwie Bock drauf. Hier noch Amanaki und weiter geht's. Ich markiere immer die Stelle, wo ich hin will, das ist ganz praktisch. Gab's ja, glaube ich, in Far Cry 2 auch, dass man das markieren konnte. Da sieht man, wie weit man noch hat und find's einfach praktisch. Am Anfang ist es noch immer so, man kennt sie noch nicht so aus, es war immer so ein Problem von mir am Anfang, die Karten lesen. Da musste ich alle 20 Sekunden auf die Karte gucken, fuck, wie geht's weiter, aber jetzt inzwischen, da ich das von Far Cry 2 ja schon gewohnt bin, klappt es ganz gut jetzt und ja. Ich meine, das ist jetzt nicht schwer, einfach die Hauptstraße langfahren und was ich halt, ich habe ja auch schon alle Außenposten eingenommen, wie ihr oben vorhin gesehen habt. Das heißt ja, dass fast keine Gegner mehr da sind. Nur noch, wenn dann bei die Such-Tod-Aufgaben oder bei, ja, finde ich so irgendwie schade, ist halt, muss ich halt Freunde töten oder so, ja, mir egal. Aha. Bitte, Bären haben einen Farmer zerfleischt. Erlege sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Oh. Und wo muss ich jetzt hin? Hallo, zeig's mir an. Dahin. Jetzt überlege ich mal, welche Waffe ich wegnehme. Meine STG 90. Ja, die Sniper sicher nicht. Oder die Vector. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht entscheiden, meine Freunde. Alter. Ja, genau. Genau das dachte ich jetzt. Hä, wieso steht da nicht links Shift drücken für ein Windsuit? Alter, schwul. So richtig scheiße hier. Na, egal. Oh, nee, oder? Wo bin ich? Wo bin ich jetzt? Ich stech dir die Augen aus. Komm. Wo bin ich? Ja, gut, ich bin in der... Ah, toll, jetzt bin ich in Amanaki. Wie geil. Mann, ey. Scheiß nochmal laufen. Ich könnte kotzen. Ich könnte einfach nur kotzen. Naja. Ah, wo wir nicht gleich sterben hier. Jawohl, hier geht's. Und. Wee.
Das Wasser sieht gerade ein bisschen so billig aus, will ich mal vermerken. Vielleicht liegt es einfach nur an der meiner mittelhohen Grafikeinstellung. Ja, also was tue ich jetzt weg? Ja, die Waffe, die hasse ich. Hat eine scheiß Tarnung drauf, okay. Das ist eh, ne, das ist eine Standard, oh, schade, eine Standard-Shotgun. Ah, haben wir noch eine Kiste, ja. Da hinten gibt's Bären, ist ja interessant. Ich bin jetzt eigentlich nicht so jemand, der alle Beutekisten aufsammelt, aber wenn sie direkt vor mir liegen, dann sammle ich sie schon. Das Geld ist ja, gibt's ja sowieso hier im Überfluss hier, was ich jetzt eigentlich nicht so ganz so toll finde. Also man kann wirklich alles sofort kaufen. Au! Oh. Okay, folgendes, Herstellung und bitte, hoffentlich habe ich die Spritze noch. Boah, Gott, nee. Stinkt hier. Fuck, ich hab das nicht. Ich kann es aber herstellen. Oh, Gott sei Dank, Alter. Ich hatte jetzt schon richtig Schiss und das nehmen wir auch nochmal. Können über ihn, ja, das bringt mir eigentlich, das Einzige, was mir was bringt, genau das. Nein, das war jetzt das Falsche. Scheiße. Super. Herstellen. Aber nicht benutzen. So, das will ich benutzen. Oh, scheiße. Du Klick. Ja, siehst du, du Scheißen. Du Scheißbär. Das ist eh das Beste, dieses Serum, weil. Oh, der hat den schon zerfleischt, wie man sieht. 40 Sekunden. Oh, ich muss jetzt den anderen Bären finden. Ja, seht ihr, so einfach ist das. Klar, wenn man es darauf ansetzen will, dass man wieder stirbt, kann man gerne das Serum weglassen, aber ich, trotzdem, ich finde es einfach. Es ist einfacher und ich habe keinen Bock, jetzt hier 20 Mal zu sterben. Und ja. Ich habe jetzt eh vorhin vergessen, wieder meine Zeit zu stellen, wie lange das Let's Play wird. Deswegen kann ich jetzt nicht so exakt die Zeit ansagen, aber ich, ja. Alter, wie hell. Ich muss schon sagen, das Wasser sieht hier gerade ein bisschen. Okay, ich probiere es jetzt nochmal mit der Grafikeinstellung. Das ist. Ich bin ja so eine kleine Grafikhure. Also echt. Seht ihr das? Jetzt geht's. Das war irgendwas anderes, was da. Dann so dumm ausgesehen hat, so können wir gleich alles auf Ultra machen. So. Genau so soll es sein, meine Freunde. Genauso soll es sein. Ne, da will ich jetzt aber trotzdem nicht hin. Fahrersitz will ich hin. Jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo wir mit dem Schiff hinfahren können, was wir noch für Missis machen können. Bin ich denn über. Ach, hier. Alter, da gibt's ja weit und breit gar nichts. Ja, doch, in Amanaki. Ja, da mache ich halt mal so eine Story-Mission. Oder? Ja. Also jetzt immer umdrehen, glaube ich. Nein, Alter, jetzt geht er wieder da hoch. Ey, scheiße. Wie schnell man sich verdrücken kann. Also ist da noch so ein schweres Gefechtsboot, würde ich mal meinen. Egal. Also ich finde da diesen Flair von Far Cry einfach wirklich genial. Aber man sieht mal den starken Unterschied zu Far Cry 2 wegen der Engine halt. Also das sieht, ja, es sieht so, alles so farbreich. Ich vergleiche das jetzt auch mit einem Ego-Shooter wie Battlefield 3 oder Bad Company 3. Das ist ein riesiger Unterschied bei den beiden Games. Von Bad Company 2 ist irgendwie so ein bisschen lasch von den Farben, so ein bisschen farblos. Aber Battlefield 3 ist auch sehr farbreich. Naja, Far Cry 3 sowieso. Toppt alles. Und ja, man sieht schon auch, oh, diese Vegetation ist einfach nur genial. Das war ja in Far Cry 2 eher so die Sandding, jetzt hat man halt das genaue Gegenstück. Da war es halt da und damals in Far Cry 2 auch wieder ein bisschen lasch, das war jetzt alles nicht so viel kontrasthaltig und so. Das ist jetzt natürlich viel besser, aber gut, was willst du bei Sand großartig es auch machen? Naja, dürfen wir hier keine Waffen tragen, genau. Moinsen! Na komm! Jetzt. Wir haben gesucht. Was, wenn Sie.
Tätowierungen der Raki hat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling, mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör. Hör. Meine Tochter Nadja und ein Freund sind fort. Sie wollen sich umbringen. Oh. Sie sind jung, närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte, finde Nadja, bring sie zurück. Alter. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nee, ich bring sie selber um, weißt du. Nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr. Kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Herr, jetzt bin ich schon Herr. Okay. 25 Meter, können die selber laufen oder was? Ah, okay, 100 Meter, ne, trotzdem, komm. Bescheuert oder was? Müssten wir dich, ich würde dich sofort erlegen, echt. Ja, auf die Idee kommt, sich hier von so einer geilen Insel wegen den Piraten umzubringen, da würde ich, ja, keine Ahnung. Ja, da hört man sie schon. Ah, oh, der ist schon tot, scheiße. Hallo. Sterben ihr kleinen Lustmolche hier. Alter, sind übelst viele. Ah, hauen sie schon ab, ihr scheiß Morden. Stirb. So, du auch. Jawohl. Ja, geht alles sterben und verrecken. Ja, weg sind sie. Der Typ ist jetzt tot, sieht ja so aus. Ist er verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als Alter, wir ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Ah, toll. Mhm. Ah, ich dachte jetzt. Ey, der kann. Doch, der hat noch Arme. Ich dachte jetzt, der hat keine Arme mehr. Und, was sehen wir? Das kotzt mich so ein bisschen an, dass alle so dasselbe Gesicht haben. Das finde ich richtig scheiße. Weil bei den Missionen, die haben alle das, genau dasselbe Gesicht. Das ist schon irgendwie. Ja, nervt einfach. Ich will jetzt mal was töten, so. Ah, genau. Und den auch noch. Alter! Jawohl, und weg ist er. Also, meine Freunde, das war's jetzt auch schon wieder von diesem Part. Ich werde jetzt halt es einfach so in Parts unterteilen. Vielleicht ein, zwei Missionen pro Part und dann einfach weiter, oder? Also, macht's gut, bis dann. Tschüssi! Also.